Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die Berufsfeuerwehren sind nach dem Roten Kreuz der zweitgrößte Rettungsdienst in Deutschland und stellen das Fundament der Notfallrettung dar. Sie sind damit ein elementarer Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Unsere Berufsfeuerwehrleute müssen beim Einstieg eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen und durchlaufen dann eine immer anspruchsvoller werdende Feuerwehrausbildung, die auch die Qualifikation zum Rettungsdienstassistenten enthält. Historisch gewachsen ergänzt die Trierer Berufsfeuerwehr die allgemeine Feuerwehrausbildung um die in einer dreijährigen Zusatzausbildung erworbenen Qualifikation des Notfallsanitäters und damit zusätzlich um einen anerkannten nichtärztlichen Rettungsdienstberuf. Damit ist diese Hochwertausbildung, der wir alle im Notfall unser Leben verdanken könnten, erst nach bis zu 8 Jahren abgeschlossen und wird dann nach geradezu lächerlichen A7 besoldet, was bei einem ledigen Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau ganze 1.780 € netto einbringt, meine Damen und Herren. Die durchschnittliche Beförderungsdauer zu A8 liegt bei 10 Jahren und manche Kollegen werden sogar mit der Besoldungsgruppe A8 in den Ruhestand versetzt. Meine Damen und Herren, das alleine ist eigentlich schon ein Skandal für sich. Wenn wir jetzt aber noch die hohe Verantwortung, die physische und psychische Belastung, die von uns ja an anderer Stelle beklagten Anfeindungen im Rettungsdienstalltag berücksichtigen, muss jedem doch von uns klar werden, dass diese Männer und Frauen, die täglich für uns alle den Kopf hinhalten, derzeit in keiner Weise angemessen bezahlt werden. Natürlich wissen wir auch, dass die eigentliche logische Anhebung von A8 auf A9 Stellen nur eingeschränkt möglich ist und erneut wieder die Kommunen belasten würde. Und deshalb ist für uns die längst fällige Erhöhung der Feuerwehrzulage und die Einführung einer Notfallsanitätszulage der richtige Ansatz. Seit 1999, meine Damen und Herren, vor 20 Jahren, wird die Feuerwehrzulage nicht mehr der allgemeinen Besoldungserhöhung angepasst und betrug damals 249 D-Mark und 14 Pfennig. 127,38 € und aktuell 132,69 €. Das entspricht einer Erhöhung von 5,31 € oder 4,2% in 20 Jahren. Pro Jahr also 0,2%, während die Bruttolöhne in Deutschland seitdem um über 60% angestiegen sind. 0,2%. Kollegen, das ist keine Leistungswürdigung, das ist nicht einmal Schmerzensgeld, das ist eine unverschämte Missachtung einer konstant erbrachten Hochwertleistung. In anderen Ländern sind die Firefighter, lassen Sie es mal so nennen, Helden des Volkes. Und bei uns müssen Sie sich eigentlich angesichts Ihrer Alimentierung wie die Deppen der Nation vorkommen. Auf einer Verdi-Landesfachgruppensitzung in 2016 wurde genau für 2016 und 2017 besprochen, dass die neue rheinland-pfälzische Landesregierung damals nach 100 Tagen im Amt über wichtige und dringende notwendige Forderungen der Fachgruppe Feuerwehr informiert werde. Hierzu gehörte unter anderem die Absicht, die Dynamisierung und Wiedereinführung der Ruhrgehaltsfähigkeit der Feuerwehrzulage zu besprechen. Geschehen ist seitdem nichts, meine Damen und Herren. Andere Bundesländer wie Bayern, Bremen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und weitere haben den Mangel längst erkannt. Die Feuerwehrzulage in Bayern ist 151 € und am höchsten und damit auch ruhegehaltsfähig. Und deshalb wollen wir, dass die Feuerwehrzulage nach einer Dienstzeit von einem Jahr von monatlich 66,35 € auf monatlich 75 € erhöht wird und nach einer Dienstzeit von 2 Jahren von monatlich 132 € auf monatlich 150 €. Das bedeutet für unsere 800 Berufsfeuerwehrleute aktuell einen Haushaltsmehraufwand von rund 156.000 € jährlich, meine Damen und Herren. So viel zur Wertschätzung gegenüber unseren Lebensrettern in Rot. Darüber hinaus muss der zusätzliche Beruf des Notfallsanitäters, der eben auch die ärztliche Erstversorgung vor Ort leisten kann und ihre Rettungsärztemangel ausgleichen soll, angemessen vergütet werden. Hier schlagen wir eine Notfallsanitätszulage
für diejenigen Berufsfeuerwehrbeamten in Höhe von monatlich 150 Euro für die abgeschlossene Ausbildung vor. Davon ist vor allem Trier mit ca. 150 Beamten und einige wenige Kollegen in den anderen Wehren betroffen. Haushaltsansatz ca. 240.000 Euro jährlich. Meine Damen und Herren, auf meiner Sommerreise auch in Ludwigshafen und Koblenz habe ich immer wieder die Sorge um adäquaten Nachwuchs bei der Berufsfeuerwehr vernommen. Da müssen wir was tun, so die einheilige Meinung der Abgeordneten aller Fraktionen bei einem Gespräch mit der Berufsfeuerwehr Trier im Oktober 2018. Und auch ich denke, dass eine Erhöhung der Feuerwehrzulage und die Schaffung einer Zulage für eine besondere Qualifikation nicht nur längst überfällig ist, sie ist vor allem auch ein Beitrag der Wertschätzung für einen Dienst, der nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ sehr anspruchsvoll ist, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich noch zum Alternativantrag der CDU Folgendes sagen. Er vermischt einen Schnellschuss mit einem Antrag und einer kleinen Anfrage. Er packt zudem einen Antrag gleich die Polizei mit hinzu, obwohl Sie genau wissen, dass damit 1,9 Millionen Euro notwendig wären. Sie verkennen damit, dass die Polizei bereits mit A9 besoldet wird, während die Feuerwehr nur mit A7 besoldet wird. Deshalb ist hier dringend Handlungsbedarf eben bei der Feuerwehr. Mit Ihrem Antrag, liebe CDU, wollen Sie unseren und damit den berechtigten Anspruch der Feuerwehr negieren. Sie erleisten damit der Berufsfeuerwehr einen Bärendienst. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, ich mache es ganz kurz. Es lohnt sich nicht, auf diese Rede näher einzugehen. Dafür war sie einfach zu dürftig. Herr Noss. Müssen Sie sich aber schon darauf beziehen. Sie müssen auf die Rede eingehen. Mache ich doch. Nur die Ruhe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nur die Ruhe. Also bei Ihnen sind offensichtlich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit schon erste Ausfallerscheinungen festzustellen. Ich habe gesagt, es lohnt sich nicht, näher auf die Rede einzugehen. Ich werde das ganz kurz machen und das werde ich jetzt tun. Und da lasse ich mich von Ihnen in keiner Weise hier irritieren. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, Herr Noss, wenn Sie sagen, wir schaffen da Ungleichgewichte. Zum einen heißt das ja, wir stellen dann alle gleich schlecht. Das ist die Folgerung, die sich aus dem, was Sie gesagt haben, hier ergibt. Bevor wir dann für eine Gruppe was tun, weil wir es nicht für alle können, machen wir es auch nicht, dann geben wir niemandem was. Wenn das Ihre Politik ist, bitteschön, wir nehmen das zur Kenntnis, die Feuerwehrleute sicherlich auch. Zum anderen muss man natürlich noch mal dazu sagen, Herr Junge hat es bereits erwähnt, dass die Feuerwehrleute mit Einstiegsamt A7 natürlich deutlich schlechter gestellt sind als etwa unsere Polizeibeamten. Und von daher durchaus eine sinnvolle Begründung dafür besteht, hier einen ersten Schritt zu tun, dem durchaus ein zweiter und ein dritter Schritt für die anderen Mitglieder der Blaulichtfamilie folgen kann. Und zuletzt, lieber Herr Noss, wenn Sie sagen, es geht ja nicht nur um die pekuniäre Wertschätzung. Warum in aller Welt haben Sie damals hier die Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung so vehement nach vorne getrieben? Vielen Dank. Ja, lieber Herr Schnieder, verehrte CDU-Fraktion, ich habe ja als Lehrer schon einiges erlebt in Sachen Abschreiben und Plagiieren. Aber ich habe selten erlebt, dass sich jemand so wenig Mühe gegeben hat, das in irgendeiner Form noch zu kaschieren. Sie haben 3 Jahre Zeit gehabt, in Sachen Feuerwehrzulage oder Notfallsanitäterzulage hier im Parlament etwas zu machen. Es ist nichts von Ihrer Seite gekommen. Gar nichts. Jetzt legen wir diesen Antrag vor, im Übrigen nach einem Gespräch im Oktober 2018, bei dem der Herr Schmidt auch dabei war. Sie erinnern sich, wo wir uns durchaus einig waren, hier muss was passieren. Wir haben dann relativ lange gewartet, weil wir dachten, es kommt vielleicht eine Initiative seitens der CDU oder der regierungstragenden Fraktion. Es ist nichts gekommen. Dann haben wir es aufgegriffen, haben diesen Antrag eingebracht und jetzt, auf den allerletzten Drücker, kommt die CDU mit einem Alternativantrag, der in weiten Teilen bis in die Wortwahl hinein mit unserem Antrag identisch ist. Sie schämen sich nicht, hier eine Notfallsanitäterzulage zu fordern, exakt das Gleiche, was wir gemacht haben. Sie schreiben auch den Satz rein, dass die Finanzierung vom Land an die Kommunen erfolgen soll. Mit anderen Worten, Sie haben unseren Antrag im Wesentlichen übernommen. Was Sie verändert haben, da kann man drüber diskutieren, ist
das Einbeziehen auch der anderen Mitglieder der Blaulichtfamilie. Wir haben das bewusst nicht gemacht und sagen auch deshalb, dass Sie mit diesem Antrag der Feuerwehr keinen Gefallen tun, weil natürlich jetzt das Argument kommen wird, dass das ein Finanzvolumen erfordert, was jedenfalls im gegenwärtigen Haushalt nicht zu stemmen sein wird. Und deshalb bedauern wir es nicht, weil Sie unseren Antrag übernommen haben und unseren da jetzt gleich ablehnen werden, sondern weil Sie tatsächlich damit verhindern, dass möglicherweise für die Feuerwehr ein kleiner Schritt in die richtige Richtung kommt. Das werden wir jetzt leider nicht erleben und das bedauern wir sehr. Vielen Dank.